was in diesem Video passiert. Vorhin, Leute, habe ich eine richtig geile Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich ein Jungtier gesehen, und zwar eine Kreuzotter. Der aufmerksame Zuschauer fragt sich jetzt wahrscheinlich, wieso schwitzt der Kerl schon wieder so? Ja, hier sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Das ist so ein kompletter Felsvorsprung. Natürlich, wie es sich gehört. Richtig schön. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wandertour. Heute soll es auf den Rappenschrofen gehen. Da gibt es auch nochmal ein schönes Gipfelkreuz zu bestaunen und eine richtig schöne Aussicht. Die Tour, die hat 440 Höhenmeter und genau genommen ist es hier der Felsenweg. Die Tour habe ich natürlich wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, bislang ist es richtig schön hier. Das Wetter ist auch ideales Wanderwetter. Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Von dem her perfekte Bedingungen. Vorhin, Leute, habe ich eine richtig geile Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich ein Jungtier gesehen. Und zwar eine Kreuzotter. Und zwar gleich zu Beginn der Tour. Ich war da natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, hin und weg. Ich habe ja schon einige Schlangen gesehen. Blindschleichen, Ringelnattern und sogar da ein ausgewachsenes Exemplar. Und ja, vorhin auf dem Weg hat die kleine Kreuzotter sich gewärmt am Asphalt. Also das war schon sensationell, mal so ein Exemplar zu sehen. Und hier, wunderschön, wow! Leute, zieht euch das mal rein. Wow! Ja, das eben, diese Steinformation, diese Steinwand, das war mal ein alter Steinbruch, wo, wenn ich das richtig gelesen habe, Granit abgebaut wurde. Und der ist wohl seit 80 Jahren nicht mehr in Betrieb, aber schon ein imposantes, eindrucksvolles Gebilde, was es davon übrig geblieben ist. Also muss schon sagen, das ist schon richtig cool. Ja, jetzt laufe ich hier gerade einen wunderschönen Pfad entlang und ja, der ist halt auch mal wieder richtig urig.
Ja, hier geht es richtig schöne, kleine, schmale Pfade hoch. Das ist richtig eine Augenweide. Überall gibt es schöne, kleine Dinge zu entdecken. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr mit euch sprechen, denn unten war der Bach einfach zu laut. So, und wo geht's jetzt hier lang? Okay, links, gut. Auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Gegend hier in der Region um Ottenhöfen rum. Das müsste der Nordschwarzwald sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und ja, bislang bin ich wirklich sehr angetan hier von dieser Gegend. Wie ihr wisst, bin ich meistens immer im Südschwarzwald unterwegs. Aber ja, auch eben der Nordschwarzwald hat einiges zu bieten. Der aufmerksame Zuschauer fragt sich jetzt wahrscheinlich, wieso schwitzt der Kerl schon wieder so? Da hat doch noch gar nichts groß geschafft. Ja, das stimmt zwar, aber ich habe eine Passage vorhin mal wieder ein bisschen einen Rappel bekommen und bin da die Steigung ja, hochgesprintet. Ja, manchmal packt es mich einfach. Ach, es ist einfach wieder herrlich. Ich bin wieder richtig schon leicht euphorisch, hier wieder draußen zu sein. Und ich sehe schon, oh, da ist wieder auch wieder ein wunderschöner Abschnitt. Und ja, das ist wie für mich, wie ein Wohnzimmer. Und dann renne ich dann auch mal kurz ein paar hundert Meter und komme ordentlich ins Schwitzen. Leute, ist das schön. Richtig schön. Wow. Aber eben auch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist auch ein Faktor, warum ich gerade so heftig am Schwitzen bin. Ich merke es auch. Bin ziemlich außer Atem. Das ist jetzt nicht so typisch. Aber hohe Luftfeuchtigkeit, Steigung, ihr kennt's. Ja, und hier geht es zum Sesselfelsen und ich würde sagen, den schauen wir uns auch mal ein bisschen genauer an. Also, auf geht's in diese Richtung. Das müsste hier die Abzweigung sein. Gucken wir mal. Ist das cool. Oh, hier ist sogar eine Bank. Herrlich, wow, wow, tada, der Wahnsinn, Leute. Natürlich, wie es sich gehört. Richtig schön. Das Schöne ist, im Moment bin ich hier oben auch noch ja, alleine, was auch für Samstag eine eher eine Seltenheit ist. Wobei meistens bin ich sonntags unterwegs und samstags, ja, da wird dann doch ein bisschen noch mehr gewerkelt als gewandert. Ja, richtig schön. Solange sich das Wetter so hält, bin ich vollkommen zufrieden. Hauptsache kein Regen. Ja, ich würde sagen, das war doch mal ein Abstecher wert. Der Sesselfelsen, richtig geil.
hat mir sehr gut gefallen. Am Anfang war ich da noch ein bisschen skeptisch, denn da ist man ja gut und gerne 2 Kilometer auf Betonstraßen unterwegs gewesen. Und da ist einem das ein oder andere Auto mal entgegengekommen. Das war kein schöner Start, aber das Blatt hat sich hier dramatisch gewendet. Denn jetzt ist die Tour richtig, richtig schön. Und ja, ich bin begeistert auf jeden Fall. Also wenn ihr mal hier im Nordschwarzwald unterwegs seid, diese Tour, die könnt ihr euch auf jeden Fall gut geben. Vielleicht lasst ihr den ersten Teil ein bisschen weg, aber das könnt ihr ja individuell anpassen. Wie gesagt, in der Beschreibung habe ich euch nochmal diese Tour hier verlinkt. Gerade in so bewegten Zeiten ist es wichtiger denn je, einfach mal raus in die Natur zu gehen, um einfach seine Birne mal wieder frei zu machen, frei von all dem Unsinn und einfach mal ein bisschen wieder zu sich selbst finden. Gerade die, die in der Stadt wohnen, die vielleicht nicht dieses Privileg haben, an solche Orte fahren zu können, macht nichts. Geht in das nächstgelegene Waldstück. Man macht einen ausgedehnten Waldspaziergang. Körper und Geist wird es euch definitiv danken. Das kann ich euch definitiv an dieser Stelle versprechen. Wenn ich euch sonst nichts versprechen kann, aber das schon. Ja, ich bin immer noch hier auf diesem... Oh, wo geht's hier hin? Spitzfelsen. Ja, den nehmen wir mit, würde ich sagen. Eieiei. Oh, 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 oh. Ein Highlight jagt das nächste. Oh, geil. Oh. Ja, Leute. Auch hier wieder eine eindrucksvolle Aussicht. Geil. Um hier hochzuklettern. Yes. So. Und hier hat es auch schon wieder die nächste grandiose Aussicht. Was ein schönes Felsplateau. Ah, Hammer. Ab und zu hört man einen Busrad, einen Mäusebusrad schreien. Das ist auch immer wieder schön. Der verfolgt mich schon. Seit Beginn dieser Tour richtig, richtig schön. Das sind die Momente, die ich so extrem feiere. Traumhaft.
Ja, hier sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Das ist so ein kompletter Felsvorsprung. Also bis hierhin kann man locker gehen, ohne dass man hier runterstürzt. Und dann hat man eben diese wunderschöne Aussicht. Ja, nach einer kurzen Rast geht es jetzt auch schon weiter. Und ich muss sagen, diese Pfade hier, einfach urig. Oder auch dieser Platz. Ein Traum. Ja, Leute, willkommen auf dem Rappenschrofen. Ja, sehr abenteuerlich hier, richtig cool. Ja, eben hatte ich noch Besuch, beziehungsweise war ich nicht ganz allein am Felsen, aber das waren sehr, sehr angenehme Leute und ja, gleiches Hobby wie ich auch. Er hatte eine Kameradrohne dabei, allerdings eine Speed-Drohne mit einer VR-Brille, also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer wie meine Kameradrohne. Aber es war richtig spannend, so auch mal das Ganze aus technischer Seite auszusehen. Ja, wenn ihr das Video seht, dann Grüße an dieser Stelle. Ja, und hier geht's zur Buchwaldhütte. Kann man natürlich auch Rast machen, wenn man es denn möchte. Ich persönlich fand's bei den Felsen deutlich cooler. Aber wenn es halt regnet, ist das hier natürlich auch super dafür geeignet, um sich unterzustellen. Ein Tisch hat's, Bänke hat's, ja, was will man mehr? Ja, und an der Hütte selber hat sogar noch hier so eine Feuerstelle. Ja, coole Sache. Und für mich geht's jetzt hier weiter. Pfennigfelsen. Ja, komm, den gehen wir jetzt auch noch. Ja, hier hat schon mal eine Bank, schon mal nicht schlecht. Okay. Ja, da geht's doch schon unter. War doch jetzt ganz schön. Eine sehr felslastige Landschaft. Das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Da ich mich jetzt nun mittlerweile wieder auf der gleichen Route wie vorhin befinde, da es ja ein Rundkurs ist, werde ich jetzt einfach mal, solange die Bachgeräusche noch nicht allzu laut werden,
das zum Anlass nehmen, mich von euch zu verabschieden. Aber vorher möchte ich noch ein kleines Fazit ziehen. Und das fällt sehr positiv aus. Also ich muss sagen, anfangs war ich sehr skeptisch, weil dann doch, ich sage jetzt mal, 1-2 Kilometer geteerte Fläche war. Also es hat mir nicht so gefallen, aber gut, ich denke, das kann man natürlich auch noch auf seine Bedürfnisse hin anpassen über Komoot oder über Outdoor Active. Und wenn man dann diese Passage vielleicht weglässt, dann ist das eine richtig tolle Tour. Für mich geht es schon in den Bereich Premium Tour. Also wie gesagt, wenn man den Anfang weglässt, dann war das eine richtig, richtig coole Wanderung. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt wieder einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr das jetzt noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in dem nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.